Irgendwas hat hier aber eben weiß geleuchtet, was ich noch nicht gescannt hatte. Oder waren das die Vögel? Kann das sein? Ich dachte, es wäre hier irgendwo der Berg, aber es kann sein, dass ein Vogel drüber geflogen ist gerade. Lasst euch doch mal scannen, ihr Mistviecher. Nee, geht nicht. Aus dem Raumschiff raus? Können wir mit einem Raumschiff scannen? Ich weiß es nicht. Wo ist denn das Raumschiff jetzt überhaupt? Ah, da unten. Ja, der Bot, der wird ja auch angezielt und den können wir auch nicht scannen. Aber die Vögel können wir auf jeden Fall scannen, weil da ist ein roter Punkt drunter. Ach, hatten wir da hinten überhaupt? Waren wir da ran? Nee, ich glaube nicht, ne? Was ist denn das hier? Das ist auch so ein weißer Punkt. Ist da oben was? Nee. Ah, hätten wir können hier innen drin vielleicht was scannen? Alter, Alter. Reisemeilenstein wieder entdeckt. 20.000 Fuß. Ne, das ist eigentlich nur, dass man hier was machen kann anscheinend, ne? Mehr nicht. Okay. Was ist das da hinten für Lutscher? Achso. Hier wollten wir noch ran. Wollen wir bestimmt die Überbrückung? Ja. Ich hab's geahnt. Haben wir natürlich nichts dafür da, ne? Um den zu bauen. Wo ist denn... Ja, Platz haben wir auch keinen mehr. Ja, ich weiß, ich muss an den Terminal. Scanner wäre natürlich schon gut, ey. Wo ist denn dieses Terminal? Ich muss das unbedingt jetzt rausfinden. Ankunft, 12 Sekunden, da haben wir schon wieder irgendwas. Das ist ja unglaublich. Ich glaube, wir fliegen jetzt wirklich zunächst mal hier an den Unterschlupf. Dass wir hier mal Ruhe haben. Und dann fliegen wir demnächst mal aus der Atmosphäre raus. Jetzt kommen wir auch viel schneller dorthin. Allerdings können wir dort auf Leben treffen. Wow, hat uns gerade irgendwas getroffen? Oder bin ich irgendwo dagegen geflogen? Komm, gib Schub. Gib alles! Was ist denn das? Alter, was war denn das jetzt schon wieder? Da ist wieder ein Signalscanner, ne? Ein Überbrückungsschiff oder sowas, was wir brauchen. Also auch eine Base. Aber ich glaube, wir gehen jetzt wirklich zunächst dort hinten hin an die wir hier schon sicher entdeckt haben. Bremsen. Oh, weia. Ankunft, Unterschlupf, Landesequenz wird eingeführt. Alter, lande doch genau mitten drauf, damit mich jeder sieht. So, was haben wir denn hier? Ja, Frachtabwurf, Oxid. Ja, leck mich doch am Arsch. Was haben wir denn hier? Trümmer, Atlaspass, V1, da gibt es auch verschiedene, wie man sieht. Die Tür ist wahrscheinlich verschlossen, ne? Nee? Wow! Hast du mich erschrocken? Wir treffen auf Leben, liebe Freunde. Chemiker, Entität, Azdoinit, interagieren. Wie interagieren? Will er uns was geben? Ich will. Oh, was haben wir denn hier? U64, lebendiger Entwurf, Waffenterminal. Wow! Yeah! Vergleichen. 39.000 Units würde uns das kosten. Warum haben wir nur noch 10.000? Wir hatten doch eben... Achso, da ist das alles drin hier schon, oder was? Wo kann man vergleichen? Vergleichen, hier. Aha. Ja, da sind andere Sachen drin. Und kein Analysevisier.
Ach, das, nee, das ist nur die Waffe oder was an sich, die sich hier ändert. Keine Ahnung. Wir können sie ja nicht kaufen. Geht ja nicht. Das ist das Multi-Werkzeug. Warum haben wir jetzt nur noch 10.000? Wir hatten doch viel mehr. Wo haben wir das denn ausgegeben? Aber wir könnten, wenn wir unsere ganze Dinger hochladen, dürften wir ja noch mal mehr haben. Wir probieren das mal. Das machen wir noch. Beenden wir hier irgendwo auch die Folge nachher. 10.000, so 39, das heißt, wir brauchen so ungefähr 20.000. Wir laden die jetzt einfach hoch und benennen die nicht alle um. Das wäre ja Wahnsinn. Haben wir ein bisschen was hier zum Hochladen. Ja, die Pflanzen hier, die kriegst du fast nur 500 immer. Gut, das haben wir. Nächste Seite. Hä? Wie komme ich denn auf die nächste Seite, Leute? Hier unten? Ja, wo sind denn jetzt meine ganzen Entdeckungen? Wieso? Ach so. Ach, ich muss gedrückt lassen. Okay, wie immer im Spiel eigentlich. War saudumm. Der gibt ja schon mal 2000. Ich will nämlich diese neue Waffe haben. Und dann will ich mit dem Typen interagieren. Wenn wir den Kohlenstoff dafür wegwerfen müssen, ist mir auch egal. Oh, hoffentlich reicht das. Hier kriegen wir... nee, das war's jetzt schon. Können wir hier noch hochladen. Gibt's 1000 Units. Hier noch hochladen. Nochmal 1000 Units. Und das war's eigentlich, ne? Nur 30.000. Und das hier gibt nochmal 5... Ah, oh, da wären wir bei 37.000. Das reicht immer noch nicht. Mann. Fuck you. So, jetzt würde ich aber gerne... Ich frage mich, wo unser Money hin ist. Das ist ja einfach weg. Für was hat sich das verbraucht? Können wir den scannen? Nee. Hätten wir den nämlich hochladen können. Terminal des galaktischen Marktes. Och. Das ist doch schön. Können wir nämlich ein bisschen was verkaufen. Endlich, endlich. So, Gold. Also hier, das würde ich auch sagen, ne? Brauchen wir ja nicht. Ein Neutrino-Modul ist ein Handelsgegenstand. Das verkaufen wir auch. Faszinierende Perle. Ich glaube, da können wir ja auch nicht viel damit anfangen. Glaube ich mal. Verkaufen wir einfach mal. Korvax-Gehäuse, das war ja auch eigentlich nur zum Verkaufen gut, ne? Bei allen Spezies einen hohen Preis, ja. Hauen wir raus. Und Gold, würde ich auch sagen. Oh, guck mal, wie viel Kohle wir haben, ey. Fundament, du hast eine Trophy erhalten, yeah. Raumschiff-Inventar. So, jetzt können wir hier auch. Das ist ja eigentlich auch nur zum Verkaufen gedacht, oder? Kaufen wir. Faszinierende Perle. Neutrino-Modul. Gag-Amulett. Ja. Wickendolch. Komm, verkaufen wir alles mal, dass wir hier ein bisschen Platz im Schiff haben, ne? Faszinierende Perle verkaufen wir auch beide. So. Drauf geschissen. Jetzt haben wir nämlich hier mal ein bisschen was. 255.000 Dollar. Gucken wir mal, was wir hier noch kaufen können. Schildsplitter, Schildplatte, Energiegel, Kari-Platte, also viel interessante Sachen gibt es hier nichts. Instabiles Plasma wäre interessant gewesen. Und so, ja, Überbrückungsschip. Kann man sich auch kaufen, statt herzustellen. Ich glaube, da holen wir uns mal einen, oder? Dann haben wir den einfach mal auf Tasche. Dann brauchen wir nicht nachher uns doof zu machen. Wenn wir nochmal so ein Ding finden, so. Wie sieht es jetzt aus bei uns hier? Ja, ja. Lebenserhaltungssystem. Die könnten wir mal wieder aufwerten.
Also das hier ist jetzt im Exo-Anzug, da ist ein bisschen Platz. Und im Raumschiff ist auch ein bisschen Platz. Herrlich. Endlich ein Terminal gefunden. So, den Kohlenstoff verballern wir. Und was mit Plutonium? Okay, machen wir auch. Haben wir jetzt noch Plutonium? Ja, im Raumschiff. Gut. So, jetzt labern wir mal mit dem. Jetzt haben wir ja ein bisschen Platz. Gucken, was der uns gibt. Selten. Okay. Als ich mich der elektronischen Lebensform näherte, beginnt sie mich instinktiv von Kopf bis Fuß zu analysieren. Sie zwitschert lebhaft und neigt dabei den Kopf zur Seite. Je länger sie mich analysiert, desto mehr verbraucht das Ressourcenfach der Anlage etwas, das mein Scanner als Silikatelement misst. Ich tue so, als würde ich ein wenig über sie oder ihre Kommunikation wissen, woraufhin die Lichter in ihrer Maske zu leuchten beginnen. Seltenes Silikat geben, ungewöhnliches Silikat geben, gewöhnliches Silikat geben. Also, wir geben ihr ein seltenes Silikat, weil selten ist ja hier drin. Falls wir eins haben. Weil die labert irgendwas von selten und nicht von ungewöhnlich und gewöhnlich. Selten ist das einzige Wort, das wir von ihr haben. Ich bin ein Testobjekt. Nach. Achso, wir haben aber kein seltenes Silikat. Ja, wahrscheinlich haben wir alles verkauft. Okay. Dann holen wir uns jetzt hier unseren neuen Blaster. Ich will den haben, Alter. Vergleichen und akzeptieren. So, was ist ein geiles Gerät, Alter. Ist das ein geiles Gerät? Aber, wie gesagt, ah, ne, ein Scanner ist da, aber kein Visier. Blitzwerfer hat er integriert. Technologie installieren. Analysevisier müssen wir neu reinbauen, ja? Ah, okay. Und Nachladebeschleuniger ist eben nicht mehr drin. Obwohl der jetzt nicht so wichtig ist. Das Visier wäre mir jetzt wichtig, gerade weil wir noch so viel analysieren können. Das können wir ja dann wieder deinstallieren irgendwann. Aber haben trotzdem noch einen Platz für eine Fähigkeit reinzubauen. Hier zum Beispiel Strahlintensivierer. Aber lassen wir mal, weil wir haben ja jetzt schon plus zwei Sachen. Und dann können wir die eher einbauen. So, das Analysevisier haben wir auch drauf geschnallt und jetzt würde ich sagen, juhu, Reisemeilenstein. Neues Geschäft, 72.000 Dollar verdient. Geldmacher, 112.000 Dollar verdient, ja. Entrepreneur, 163.000. Ja, wir haben gerade, glaube ich, uns ein goldenes Näschen verdient, wenn man es so sieht. Oh, jetzt haben wir hier, was haben wir gerade alles gefunden? Schildsplitter, Energiekapsel, das ist gut, und ein Gag-Amulett wieder. Verbrauchsgut zum Handeln, könnten wir ja gerade wieder verkaufen gehen. Ich glaube, das machen wir auch in der nächsten Folge zuerst. Aber jetzt gehen wir hier an den Speicherpunkt und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit No Man's Skies und Spooky4F. Und jetzt haben wir unser Ziel auch erreicht. Dann sammeln wir hier noch Energiekanister wieder mal. Energiekanister sind toll. Und wir speichern und wir werden auch in der nächsten Folge wohl noch zunächst diesen Planeten hier erkunden, bevor wir irgendwas anderes machen. Also, ja. Weil ja ist noch einiges zu erkunden und ich will mich ein bisschen aufrüsten für unsere weitere Reise, wenn wir dann auf weitere Planeten gehen. Ich hoffe, ihr werdet mich begleiten auf dieser intergalaktischen Reise. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye, bye.